Aber egal, Arachnophobie ist die Angst vor den Spinnentieren. Eine der meistverbreitesten Phobien, die ich kenne. Also viele haben Angst vor Spinnen. Beziehungsweise eigentlich ist Angst falsch, weil die Viecher machen ja meistens nichts. Also gerade in Deutschland ist die Angst vor Spinnen total unbegründet, weil die meisten Spinnen, die du hier triffst, die... denen ist es egal, was du machst. Und die sind eigentlich lieber froh, wenn du sie in Ruhe lässt. Die können meistens nicht mal dafür, dass sie irgendwas irgendwie so sind, wie sie sind. Also es sind halt Spinnen, ne? Ja, meine ich. Ich finde es lustig, wie die Spinne einen Beinbruch haben, also so einen verwundet Bruch haben kann. Weil, naja, dadurch, dass sie ein Exoskelett hat, ist auch so eine Sache. Ein Tier in dieser Größe mit einem Exoskelett wie eine Spinne ist eigentlich sehr, sehr anfällig dafür, viel Schaden aufgrund des Eigengewichts zu bekommen. Das heißt, eigentlich ist es eher unrealistisch, dass die Viecher in dieser Größe hier rumlaufen. Ich will jetzt mal kurz, bevor die nächste Horde an Spinnen hier anrückt, ein Heben gehen. So. Und dann gehen wir mal nach... Ich glaube, wir gehen nochmal zurück ins Spinnennest, weil ich glaube, da gab es noch einen anderen Weg. Und ich würde gerne die Karte voll erkundet haben, bevor ich mich weiter reinwage. Das Spinnennest, wa? Ich will sicher gehen, wo es hier überall Wege gibt. Hab ich ja gerade irgendwas knurren gehört? Das ist doch Feuermoos, ich wollte gerade sagen. Lass mich raten, jetzt kommt hier wieder eine Horde Spinnen. Eine kleine Smaragdspinne. Oh ja, ein paar. Muss auch mal sein. Haben wir ja lange nicht mehr gehabt. Ach, Frogger ist schon wieder down. So wie die ersten paar Spinnen, genau. Ist eigentlich auch eine schöne Erfahrungsquelle. Also ich meine, diese Spinnen hier sind jetzt ja nicht gerade so die stärksten Tiere im Wesenreich von Aventurien. Aber sie bringen jeweils einen Erfahrungspunkt. Und das ist schon mal... Also bei den bestimmt 30 Spinnen hier sind das 30 Erfahrungspunkte, das darf man nicht vergessen. Ich bin mir sicher, die Boss-Spinne hat dann wahrscheinlich mehr gegeben, ich weiß nicht mehr genau wie viel. Das muss ja dann auch schon mal lustig sein. Ja, das war es auch schon, die waren jetzt nicht so stark. Ich weiß aber nicht mehr, warum ich in diese Mine rein soll. Ich gehe mal ganz kurz, ups, nein, in den Questbuch hier. Rattelshof, den habe ich doch durch, oder? Die Bestie. Achso, stelle die Bestie. Okay, klar. Dann mache ich mal die anderen zu. Die Bestie. So. Die Plünderer, Mobilmachung. Der A, genau, die Stadt. Genau, ich musste noch Ulfig retten da unten. Das muss ich noch machen. Suche den Kutscher. Ja. Finde den Schlüssel zum Horst. Richtig. Den soll ich hier unten finden, genau. Der Zwergenturm. Offensichtlich Höhle, genau. Richtig. Geht's da hinten weiter? Ja. Da muss man sich eigentlich nur in der Karte orientieren. Oh. Das mag ich ja. Solche Szenarien, Objekte, also einfach eine grüne Lichtquelle und ein Partikeleffekt. Schutt. Ja. Ach, öffnen. Info, ein merkwürdiger kleiner Schutt auf dem, der aussieht, als hätte man hier etwas verscharrt. Ja. Ich bin gerade mit meinem Cursor auf dem Nebenbildschirm gewesen. Das muss ich vermeiden in Zukunft. Kann ich hier nicht vorkommen oder so? Ich versuche mein Bestes. Also anscheinend hat da niemand was verscharrt. Schade. Ja gut, das war jetzt der Teil.
Ich denke auch, dass der andere Weg der gefährlichere Weg auch gleichzeitig der Weg ist, bei dem ich mehr Chancen habe auf irgendwas. Ich meine, die werden ja nicht direkt hier oben die Sachen versteckt haben, wenn die Höhle noch viel größer ist. Was ich doch jetzt mal hoffe. Weil Spinnen sind tolle Gegner. Das ist, ja doch, Spinnen haben schon was. Spinnen sind schon lustig. Also, ich finde, ich meine, ich bin jetzt kein Spinnenliebhaber. Also, ich habe keine Arachnophobie. Ich mag, also, ich habe jetzt keine Angst vor Spinnen. Aber ich finde, dass sie mit ihren 8 Beinen zum Beispiel, das ist schon sehr faszinierend, wie die so laufen können und sowas. Ich meine, 8 Beine muss man erstmal koordinieren können, ne? Und die können richtig schnell werden, auch genauso bei 1000-Füßlern. Das ist ja auch. Also, die Viecher, die haben ja nicht, also die haben sau viele Beine und können damit aber auch richtig gut umgehen, da brennt's. Da hat jemand Benzin runtergekippt, würde ich sagen. Eine Tür. Eine Falle. Kann die... Oh ne, Skelette. Ich hasse Skelette. Ich versuche mein Bestes. Nee, ich wäre ehrlich gesagt dafür, dass... Ja! Die Skelette haben die Falle ausgelöst. Das ist natürlich genial. Das ist super. Das ist super. Wenn Skelette die Falle auslösen, dann habe ich ja nichts zu verlieren. Vorgrim, du wirst gerade kaputtgeschlagen. Was ist los mit dir? Teil mal ein bisschen was aus, Mann. Ups, nicht nehmen. Du sollst ihn schlagen, genau. Du aber auch. Hier, mach ihn nochmal kaputt jetzt. Auf. Das kann doch nicht sein, dass die so schnell kaputt gehen. Die regenerieren sich auch noch schnell. Ja. Super. Diese kleinen Scheißskelette sind mir egal. Das Problem ist diese großen mit der Rüstung. Die sind schon ziemlich heavy. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja, macht mal das eine hier kaputt. Ja, das ging jetzt flott. Ah, sehr schön. Umstoßen ist ja okay, also umgeworfen ist ja okay. Ha, Vorgrim. Ich habe schon die ganze Zeit mich gefragt, warum trifft er nicht? Aber er enttäuscht mich wieder nicht. Vorgrim ist einfach ein Recke, der seinesgleichen sucht. Sehr schön. Ja! Rostiges Haumesser. Blutiges Beil. Wieso blutiges Beil? Das ist ein Skelett. Rostiges Haumesser? Ja, okay. Der hängt ja auch die ganze Zeit in dieser nassen, feuchten Höhle rum, aber... Das ist die sinnloseste Treppe, die ich jemals gesehen habe. Xindan Eichrich. Skelett. Ach, war das hier also... War das hier der Ort? War das hier der Ort, wo Eichrich seine Experimente gemacht hat? Das wäre cool. Was macht der denn hier oben alleine? Also wenn du schon gegen die Skelette kämpfst, dann machst du auch kaputt. Nicht so ein halbe Sachen hier. Komm, den auch noch. Ja. Und nochmal, komm. Du schaffst ihn kaputt. Ja. So, und jetzt schnell hier. Einbeersaft. Solange du noch entfernt vom Geschehen bist. Und nochmal Einbeersaft.
Je mehr Energie, desto besser. Und jetzt kannst du kämpfen. Au. Die kriegen ordentlich ab heute. Also, dass die Skelette so übermäßig stark sind, hätte ich auch nicht erwartet. Aber wenigstens sind diese kleinen Scheißskelette jetzt weg. Also diese ohne Rüstung. Ich nenne sie immer kleine Skelette, auch wenn sie nicht klein sind. Das war Vorgrim. Aber wenigstens hat Vorgrim vorher nochmal ordentlich Schaden gemacht. Also wirklich ordentlich. Komm, und jetzt machst du den noch schnell. Zack, ja. Super. Ich will noch eine Finte. Komm, eine Finte. Ah, Dreck. Kaputt machen ist das Zauberwort. Weil die regenerieren sich. Komm, ich brauche mich mal kurz hier drüben. Du hast volle Ausdauer und halb volles Leben und machst gar nichts? Das ist doch langweilig. Was fällt mir denn dazu ein? Gar nichts. Spinnennest, Xindan, Eisrichs, Leb, oder, keine Ahnung. Labor ist das Zauberwort. Du kannst, glaube ich, versuchen, erstmal die Falle zu entschärfen. Sehr schön. Und dann versuchst du das Schloss zu knacken, auch wenn ich jetzt hier nichts dabei habe zum Knacken. Und du... Ja. Schloss geöffnet. Das ist aber toll. Was drin? Oh. Das freut einen doch. Dann noch das Fass. Super, ja. Das Pferdocker. Ich glaube, da hinten geht's weiter, da oben halt nicht. Deswegen gehe ich mal kurz nach hier oben. Labor war das Zauberwort, richtig. Labor. Ja, hier oben ging nichts mehr weiter. Das Einzige, was ich vielleicht nehmen könnte von den Skeletten, wäre der Bogen. So, die Kamerasteuerung ist immer ein bisschen merkwürdig hier. Nee, kann ich nicht mal was nehmen. Das ist ja echt traurig. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja, das ist gut. Nimm du die Sache in die Hand und, ein Heiltrank. Wir haben so viele Heiltränke. Dann gehen wir mal weiter. Auch wenn ich glaube... Da hinten brennt es schon wieder. Das kann doch auch nicht sein. Komm, nicht auslösen. Ja... Und schon ändert sich das Theme. Oh, da oben brennt's. Oh, nee. So viele von diesen Gammelskeletten. Dann müssen wir mal ganz kurz... Also, ich kann jetzt hier nicht jeden... Wir müssen jetzt alle mal kurz auf einen gehen. Das ist, geht nicht anders. Alle auf einen. Und alle für... Also, alle... Eher alle gegen einen, als alle für einen. Ich muss sicher gehen, dass die alle nach und nach weg sind. Lass das mal Vorgrim machen. Genau, so. Genau hier in der Mitte ist der Trigger von der vom Theme. Wenn ich jetzt hier anklicke, wird es wieder hell. Wenn ich ihn anklicke, wird es wieder blau. Lustig. Alle fein. Wichtig. Wir schaffen das. Das ist genauso muss es sein. Richtig. Und jetzt noch. Ach, nehmen wir mal den Kollegen. Da ist der allgemeine Weg. Ich kann ihn umwerfen. So. Ja, super. Vorgriff, man sollte umwerfen machen und wurde selbst umgeschmissen. Das war nicht ganz so geplant. Aber du hast zum Beispiel hier sowohl volles Leben, wahrscheinlich wegen dem Heiltrank noch, als auch an sich... da ist noch ein lustiges Skelett, das will nochmal ein bisschen aufs Maul bekommen.